Hallo ihr Lieben, Rosie Nosy am Freitag mit Dunni. Hallo, ich grüße euch. Ja, erstmal Dankeschön an all die, die mir einen Kommentar geschrieben haben unter meinem letzten Video. Lob wie Kritik, hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe mir auch alle Kommentare durchgelesen, darüber auch nachgedacht und habe überlegt, gut, was kann man ändern? Klar, man ist nicht perfekt. Und finde ich auch gut, dass ihr mich über gewisse Fehler auch hingewiesen habt und so. Und ich werde dies natürlich bezüglich auch ändern und auf meine Aussprache achten, was ich sage und blablabla. Also gut, das ist aber nicht das Thema heute. Und zwar das Thema ist heute Kinderwunsch. Wie auch bei den anderen Videos wurde auch schon viel drüber gesprochen. Die Jen und die Cassandra haben schon ganz viel drüber erzählt, auch über ihre Erfahrungen und Gedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht in dem Alter, dass ich jetzt Kinder haben möchte. Also ich bin doch noch, mit 22 fühle ich mich noch nicht reif genug, ein Kind zu haben, die es sind und es können. Mein Respekt, aber ich bin halt noch nicht in dem Alter. Aber das Gute an lesbischen Beziehungen ist, dass eine von euch nicht einfach so ungewollt schwanger werden kann. Ich meine, vorher wird ja erstmal alles durchgeplant, was muss gemacht werden, dies und das, bevor ihr schwanger werden könnt. Außer eure Partnerin kommt mal eben so schwanger nach Hause, dann solltet ihr, glaube ich, nochmal über eure Beziehung sprechen. Da kann ja irgendwas nicht stimmen, nicht? Es ist so, man ist in einer langjährigen Partnerschaft. Man hat ein sehr gutes Einkommen. Man hat ein gemeinsames Haus oder eine gemeinsame Wohnung. Und zu eurem Glück fehlt nur noch ein Kind. Ein gemeinsames Kind, was ihr großziehen wollt. Was von euch lernen soll, was ihr erziehen könnt, was sich einfach nur absolutes Glück ins Haus bringt, halt die Dinge, die eine Katze nicht erfüllen kann. Ja, aber es ist leider so, dass einem halt auch Steine in den Weg gelegt werden. Außer man ist mit mir zusammen. Dann hat man ein Kind und eine Partnerin zugleich. Mama. Um ein Kind zu bekommen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Adoption kommt in erster Linie in Deutschland nicht in Frage, leider. Weil es leider mit der Gesetzeslage so ist, pipapo, was die anderen ja schon berichtet haben im Video, dass wir es nicht dürfen. Homosexuelle Paare dürfen nicht adoptieren. Punkt aus. So. Außer, ihr habt das Glück, gut betucht zu sein und könnt es wie manch andere homosexuelle Paare, es ist schon öfter vorgekommen, machen eine Auslandsadoption. Die sind dann bei einer Agentur in Amerika und können auch schon nach einem halben Jahr oder nur nach einem Jahr, je nachdem, wie lange das dauert, können sie ein Kind adoptieren. Können es halt auch mit nach Hause nehmen. Es wird vorher geguckt, wie lebt ihr zu Hause, wie wird das gemacht. Nur leider ist es alles eine sehr kostspielige Sache und ich denke mal, dass es erstmal für keinen in Frage kommt. So, dann gibt es halt auch die Bechermethode, ne? Also Männer spendieren euch ihr Ejakulat und ihr könnt es dann halt zu Hause mit einer Einwegspritze oder mit irgendwelchen anderen, ne, euch initiieren, einführen. Also, ne? Nur leider ist es auch das Ding, man kommt einfach so nicht dran in einer Samenbank. Es geht leider nicht, es ist in Deutschland verboten, es an lesbische Frauen weiterzugeben. Es gibt auch andere Methoden. Zum Beispiel, ich bin auch eine LMAC-Leserin und ich habe, es sind auch zwischendurch sind auch mal Anzeigen drinne von Männern, die halt ihr Sperma anbieten für Frauen. Und es gibt auch etliche Webseiten dafür, so Samenbanken, die halt ihr Sperma anbieten, die sich selber beschreiben, was sie vom Beruf sind, die Männer, welche Augenfarbe sie haben. Das heißt, wenn ihr ein Kind haben möchtet, das vielleicht gewisse Kriterien erfüllen soll, zum Beispiel Augenfarbe, Hautfarbe, etc., Herkunft, ne, ist ja in erster Linie erstmal egal, Hauptsache es ist gesund. Nur es ist halt auch ein Risiko dabei. Und zwar, in erster Linie, es werden keine HIV-Tests gemacht mit dem Sperma in diesen Samenbanken, diese Internetseiten, die das angeboten werden. Das wird nicht getestet vorher. Das weiß man, weiß gar nicht, was man überhaupt bekommt. Und die Männer geben das natürlich nicht umsonst ab, ne? Die wollen eine Entgegenleistung, zum Beispiel Sex oder eine Menge Kohle, ne? Also deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch für diese Methode entscheidet, würde ich euch doch empfehlen, dass ihr jemanden aus dem Bekanntenkreis nehmt
oder wirklich jemanden, den ihr gut kennt, wo ihr wisst, darauf könnt ihr vertrauen, dass es wirklich ohne Bedenken ist auch, ne? So, ich habe mal zwei Dokumentationen gesehen. Das waren über zwei verschiedene Regenbogenfamilien. Also wirklich Hardcore-Regenbogenfamilien. Und zwar geht es um Kinder, die zwei Väter und zwei Mütter haben. Und zwar ein schwules Pärchen und ein lesbisches Pärchen, die sich zusammengetan haben. Und halt über Kreuz untereinander halt den Geschlechtsakt vollzogen haben. Und Kinder bekommen haben. So, klingt jetzt erstmal in erster Linie, klingt das total... Was? Wie? Jetzt. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist einmal ein Pärchen. Sagen wir mal, der Ingo und der Harald. Ne? Gutes Pärchen, schon länger zusammen, wünschen sich Kinder. Dann gibt es da noch die Uschi und die Karin. Die wollen auch Kinder. So. Und der Harald und der Ingo und die Uschi und die Karin sind sehr gut miteinander befreundet, ne? Und die einen haben das, was die anderen nicht haben. Organe, um ein Kind zu bekommen, gedeihen gelassen und halt die Samen. Wie gesagt, die Paare sind sehr gut befreundet miteinander. Dann vollzieht, wie das immer klingt, dann schläft der Ingo mit der Uschi zusammen, ne? Schlafen die miteinander, natürlich unter Aufsicht von Karin und Harald. Die schlafen miteinander und es kommt ein Kind bei raus. Toll. Das Kind hat zwei Väter und zwei Mütter. Ich meine, Vorteil ist auf jeden Fall, das Kind ist niemals alleine. Es ist nicht alleine. Es hat wirklich zwei Elternpaare. Aber Voraussetzung ist auch wirklich, dass die Eltern sich miteinander verstehen. Weil wenn die miteinander streiten und dann natürlich ist das Kind immer benachteiligt. Egal bei welchem Elternpaar, auch wenn es jetzt vier Elternteile hat oder nur zwei, das Kind ist immer im Nachteil. So, weiter vorteilhaft ist, es ist finanziell sehr gut abgesichert, ist ja klar. Zwei Daddys, zwei Muddys, es ist total gut finanziell abgesichert, ist... Denke ich mal, an Geld wird es nicht mangeln, weil ich denke mal, dass die alle arbeitsfähig am Arbeiten sind. Und noch ein Nachteil gibt es. So, jetzt haben die Uschi und der Ingo haben jetzt ein Kind zusammen. Kam raus klein Lisa, ne? Aber klein Lisa soll noch ein Geschwisterchen haben. So, nur diesmal sollen Harald und die Karin halt miteinander ein Kind haben. So. Jetzt machen sie es und Papa bekommt ein Kind, daraus kommt der kleine Bruno. Aber der kleine Bruno und die kleine Lisa, die sind weder biologisch noch gesetzlich Geschwister. Weil in Deutschland ja nicht die Ehe und man darf ja auch nicht adoptieren. Deswegen sind die Lisa und der Bruno sind keine richtigen Geschwister halt, nicht? Also klar, Familie schon und man liebt sich und pipapo, aber halt, wenn es um Gesetzlichen geht und wenn man keine Probleme damit hat, ist es auch eine gute Alternative eigentlich. So, dann noch die Frage an euch ist, habt ihr auch Kinderwünsche? Möchtet ihr Kinder haben? Wenn ja, welche Methode wäre für euch erstmal am sinnvollsten? Was würdet ihr vorschlagen? Habt ihr vielleicht auch ein gut befreundetes Schwulenpaar, was auch Kinder möchte? Könntet ihr euch vorstellen, mit den Kindern auch zu bekommen? Oder möchtet ihr doch auch die Bechermethode oder irgendwas anderes? Habt ihr Ideen? Weiß nicht. Wir erinnern uns an Boris Becker, Samenraub. Ob es wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber okay, muss man mal ausprobieren. Wer wagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also schreibt mir Kommentare, was ihr machen würdet. Ich lese sie mir alle durch und ich denke, die anderen Nosy Rosies lesen auch alle Kommentare durch, egal unter welchem Video, weil es interessiert uns auch, was ihr darüber denkt und was ihr darüber zu sagen habt. Und ja, so, ich möchte jetzt auch zum Ende kommen. Danke für all die zugeschaut haben. Ich wünsche euch ein weiteres schönes, sonniges, nicht so hitziges, schwüles Wochenende. Macht was draus und wir sehen uns dann am nächsten Freitag, wenn ihr mögt. Also, bis dann. Tschüss.